herzlich willkommen zu einem neuen Format. Die erste Folge ging schon bei Costas online. Yay. Wir machen nämlich Drag Race Commentary. Wir haben alles ausführlich erklärt. Wenn ihr Video 1 nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt hier oben klicken. Wir sind nämlich schon in Folge 2, die wir heute besprechen. Yes. Und was auch richtig cool ist, wir haben eine Playlist erstellt, weil wir es nämlich abwechselnd kommentieren. Das heißt, ihr findet immer eine Folge bei ihr, eine bei mir. Aber in der Playlist könnt ihr die alle nacheinander runtergucken. Und ich freue mich sehr, denn ich liebe Drag Race. Und yes, I'm very ready. Es war Elimination Day. Die erste Queen ist rausgeflogen. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ich finde berechtigt. Das war gar nicht. Ich muss jetzt hier einfach noch einen kleinen Clip davon einblenden, was du letztes Mal gesagt hast. Monica, Beverly Hills. Ja, verdient. Das war so schlecht. I'm sorry. Aber das war gar nicht. Zu Recht. Ich war betroffen, als ich sie angeguckt habe. War so. Ja, aber ich finde tatsächlich, wenn man das so bespricht und sich das dann nochmal mit geschärfterem Auge anguckt, fällt einem das noch mehr auf, ja. Ey. Bei All-Stars entscheiden ja nicht die Judges, wer rausfliegt, sondern es wird entweder von der Gruppe bestimmt oder von der Winner-Queen. Which queen has the group chosen? To get the job. Dieses Mal wurde es von der Gruppe entschieden und jetzt gucken sie an, wer für wen gewotet hat. Das ist natürlich immer spicy. Voll, weil es direkt immer Stress gibt, wenn du jemanden genommen hast, der dann noch da ist. Ja. Oha. Die beiden Queens, die zur Auswahl standen, waren ja eben einmal Monica und dann Darian. Und die Gruppe hat gewählt 6-mal gegen Monica und 4-mal gegen Darian. Also gar nicht so eindeutiges. Aber ich fand auch, beide waren schlecht. Würde ich auch zustimmen. Ich wüsste auch nicht so richtig, wen ich jetzt nach Hause schicke. Es ist halt immer schwer, wie man das abwiegt, weil es wurden ja in der Kritik mehrere Sachen besprochen, aber das Hauptgewicht liegt ja schon auf der Maxi-Challenge, ne? Ja, auf der Haupt-Challenge. Voll. Und da war Monica auf jeden Fall schlechter. Da hat Darian schon ein bisschen besser abgeliefert, wobei... Besser! Aber man muss natürlich auch sagen, es ist auch das Alter. Ich weiß ja nicht, wie alt er jetzt ist, ne? Klar kannst du nicht mehr so wie mit 20. Das stimmt. Ich fühle das auch. Ich fand tatsächlich seine Looks, glaube ich, noch schlimmer. Ja, also ich fand, ich diesen Billie Eilish-Look hätte er eigentlich auch verdient, rauszufliegen. Das war eine Katastrophe. Ganz ehrlich, erste Folge Double Elimination hätte ich auch gefühlt. Ich hätte es auch akzeptiert. Ich hätte mich gegen angesprochen. Es ist dann immer kurz so eine komische Stimmung und die fangen an zu erklären. Ich fand ganz cool, dass Candy sich direkt gemeldet hat und gesagt hat, hey Darian, ich habe für dich gewählt, weil mir Monikas Story leid getan hat und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss versuchen, sie zu retten. Ja, ich meine, im Endeffekt, es ist eine beschissene Situation und du musst dich für eine Person entscheiden. Ja, und es gibt ja kein falsch oder richtig. Also jeder kann ja wählen, wie er will. Du musst nicht nach Track Record gehen. Du kannst auch einfach sagen, ich will immer aus dem Bauch. Oder wie bei Manila. Ja, oder du wählst die raus, die die größte Competition für dich ist. Auch schlau. Das wird man im Laufe der Show bestimmt auch noch erleben, weil das ganz oft passiert, dass die dann irgendwann anfangen, nein, wir müssen so und so voten und so. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, why? Du kannst entscheiden, wie du willst. Also, ja. Aber auf jeden Fall hat Darian am Ende gesagt so, ich werde das nicht gegen euch halten. I'm not gonna hold that against you. And I'm not gonna throw like thumbtacks over in your station at all. I promise. Das war fair, es war ein faires Statement. Aber was man sagt und was man dann macht... Das stimmt. Ganz ehrlich, wenn dann zwei Bottom Queens sind und du bist so, eigentlich waren beide scheiße und die hat gegen mich gevotet. Safe. Ja, alle sagen immer, wir gucken uns, wie die Leute in der Show performen, wir gucken, wer die größte Competition ist, aber Emotionen spielen natürlich eine riesige Rolle. Ja. Wenn du pissed bist, es muss nicht mal so weit kommen. Es kann auch so sein, ja, jemand hat mir die Rolle weggesnatcht, ich wollte lieber das und das machen und nachher wird gegen die geschossen, ey. Ich fand's voll witzig, als sie reingekommen sind. Also die sind dann ja immer super gut drauf, wenn sie in den nächsten Tag starten und dann hat Heidi so gefragt. Does anyone have any daily affirmations they tell themselves? Und sie war so, meins ist. Heidi, you can blend. Heidi, you can blend. Weil sie ja früher so super schlecht mit Make-up war und hat einfach eine andere Queen gesagt. Clearly those aren't working. Hast du Daily Affirmations? Nee, manchmal ist es eher eine Enttäuschung, dass ich wieder aufgemacht bin. Aber are you okay, girl? Dieses Jahr nicht so, aber letztes Jahr war ich so, noch ein Tag in der Hölle. Mist, wieder nicht im Schlaf gestorben. Schlaganfall, wohin kommst du endlich? Wow, girl, okay. Ach, nein, ich glaube, es sind eher so Mottos. Take no shit, but do no harm. Das ist ja so, wonach ich versuche zu leben. Sind Daily Affirmations nicht sonst eher sowas, was man zu sich selber sagt, so... Ja, du kannst das, du bist wertvoll, irgendwie voll. So ein Kram. Aber dafür ist mein Ego viel zu groß. Sonst ich bin halt einfach cool, ich brauche mir das nicht sagen. Ja, sonst könnte man den Job auch nicht machen. Eine Portion Narzissmus gehört dazu, wenn du Influencerin bist. Okay, jetzt kommen wir zur Maxi-Challenge. Oh ja. Heute wird nicht lange gefackelt. Comedy! Ah ja, war nicht so witzig dafür, dass es Comedy war. Was mussten sie denn machen? Also, es gab wie so eine, bei uns gibt's das gar nicht richtig, ne? Keine Ahnung, was wäre denn vergleichbar? Tough oder sowas? So eine Show, wo jedes Segment da ist. Du hast Nachrichten, du hast Lifestyle. Also es ist halt angelehnt an Saturday Night Live, das kennen ja wahrscheinlich viele von euch auch. Naja, im Endeffekt sollte es Comedy sein in einem normalen Fernsehformat. Und es hieß RDR Live. Now for this week's Maxi Challenge, you'll be starring in the newest sketch comedy show, RDR Live. Die
Die Regeln waren folgende, also die mussten sich in Gruppen einteilen für die verschiedenen Sketches und sie haben dafür Skripte bekommen. Und dann geht's natürlich wieder los, alle lesen die Skripte und drei Leute wollen die gleiche Rolle. So we want the same exact one, me and you. The Drama. Miss Nasha Lopez, ne, die ja die gleiche Rolle haben wollte wie Heidi. Mhm. Oh, ich weiß nicht, diese Szene hat mich richtig genervt. Warum? I'll do Dr. Blackwell, that's fine. Are you sure, baby? No, it's totally fine, because when you're talented, it don't matter what part exactly. you have. Right. Du hast dann ja immer das, was in der Show passiert und den O-Ton. Und obviously wusste man, dass Nasha mega pissed ist. Sie hat dann halt gesagt, no, you can have it. Und Heidi hat sogar noch gefragt, bist du sicher? Ja, ja, you can have it. We all got the roles we wanted, except for me. And I'm pissed. Dann sag doch nicht, ist es okay für dich, wenn du danach so butthurt bist. Ja, dann, also ich meine, sie hat ja auch gesagt, wenn du Talent hast, dann kannst du jede Rolle slayen und das stimmt ja auch. Ja, Girl, aber das hat sie nur gesagt, weil sie einfach butthurt war. Ja, es stimmt, aber ich finde, wenn sie zum Beispiel gesagt hätten, komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck oder ja, jeder liest, genau, so, ihr macht jetzt mal ein Probe-Reading und dann entscheidet die Gruppe, wer es besser slayt oder so. Ja. Irgendwas in die Richtung. Wenn man dann verliert und dann sagt so, ey, ich mit meinem Talent krieg alles hin, dann finde ich es confident, aber wenn du so bitchy, zickig bist schon. Und ich fand, sie wirkte ab da die ganze Folge nur noch so, dass ich mir schon gedacht habe, okay, wenn sie so arrogant drüber ist, fliegt sie wahrscheinlich raus. Obwohl es lustigerweise, wenn man sich die vergangenen Staffeln anguckt, war es eigentlich immer so, wenn jemand unbedingt eine Rolle wollte, ist er dann rausgeflogen. Stimmt, weil dann haben sie immer gesagt, nein, diese Rolle ist wie auf mich zugeschnitten, ich werde slayen. Und dann warst du so, dann slay doch jetzt auch mal. Wir hatten ja in der letzten Folge kurz darüber geredet, wie lange die Zeit haben, das vorzubereiten. Und ich frage mich, wie es jetzt dieses Mal war, weil Ru, glaube ich, gesagt hat, and tomorrow you'll be performing your sketches live. Aber ich meine, die haben ja auch gepromptert. Du musst ja nur lesen. Also ich weiß, dass sie auch darüber geredet haben, dass sie einen Teleprompter haben. War auch eine sehr lustige Szene, wo Heidi im Gespräch mit Ru war und er dann gesagt hat, kannst du denn lesen? Und sie gesagt hat, ich kann kaum sprechen. Ja. Do you know how to read? I can barely speak. You hear me? Die ist schon wirklich eine Comedy-Queen, ja, ey. Voll. So wie es verkauft wurde, hatten sie anscheinend nur den einen Tag. Und Ru hat ja auch noch gesagt, es wird ein One-Taker, ne? Mhm. Also das finde ich, die Stakes sind schon hoch. Aber so schaffst du natürlich auch Drama. Es ist ja nach wie vor Reality-TV, ne? Da musst du schon ein bisschen. Dann ist der Elimination Day und die Queens bereiten sich vor auf die Sketche. Ja, da merkt man jetzt schon so langsam, also. Ja, ja, alle haben A zum einen Schiss, ne? Und sind so, ich vote dich nicht raus und du votest mich nicht raus. Wie sieht's aus? Dass da so Alliances geformt werden. You can't send me home. I will never, if you promise that if I'm ever in the bottom, that you will send me home. Es ist fair, wenn man sagt, ihr könnt das machen. Es ist halt part of the game. Die Leute können sich zusammenschließen. Es gibt Lala Ree, die Heidi eine Alliance angeboten hat. Aber Heidi hat gesagt, dass sie tatsächlich schon in einer anderen Alliance ist. Und zwar mit Candy und Jimbo. Weil die waren zusammen auf Tour. Boah, guck mal, aber das ist schon krass, wie viel da reinspielt, ne? Na klar. Ich fand's ein bisschen so, weil sie zuerst gesagt hat, ich bin schon in einer Alliance und ich stehe zu meinem Wort. Aber sie hat dann trotzdem zu Lala gesagt, I'm gonna stay true to my alliance, because I am a queen of my word. However, I'm about to use my social game to get what I need. I got your back. Got you, girl. I got your back. Also, was jetzt? Jetzt ist natürlich interessant, wenn zum Beispiel Jimbo und Lala Ree im Bottom sind. Für wen votet sie dann? Weil sie muss voten. Ja. Was würdest du sagen? Es wurde dann noch die Frage gestellt, auch in der Gruppe, also mit Kahana, Candy und Jimbo, wen sie für die größte Competition halten. Ich glaube, Heidi, könnte ich mir vorstellen, kommt weit. Mhm. Weil sie ist witzig und sie hat halt ihr Fashion-Game krass abgesteppt. Insane, ja, finde ich auch. Wow. Und auch ihr Make-up ist jetzt on point. Also ich glaube, Heidi, da musst du gucken. Jimbo, wenn er nicht wieder rausmanillert wird. Ja, stimmt. Weil Jimbo auch viel kann, außer Lip-Syncen. Sobald Jimbo, ja, wenn sie wieder so ein Lollapalooza machen, glaube ich, dann sieht's schlecht aus für ihn. Aber auch eine Sache, die man üben kann, I guess. Du so, naja. Ist nicht passiert. Tanzunterricht. Und ich glaube auch Jessica Wilde. She's coming. Hm, dann geht's los mit den Sketches. Ja. Also es ging los mit einem CDC-Sketch. Ladies, I'm afraid we got some sickening news. Dass ein Virus Leute zu Drag Queens macht. Involuntary tongue popping, face cracking and back rolls. Back rolls. Ja. Und da war auch Nasha Lopez dabei und sie hat ihre Rolle leider sehr schlecht gespielt. Findest du? Fandst du es gut? Ja. Was? Ich war. Also ich habe die Folge in zwei Teilen geguckt. Beim ersten Mal bis zu dem Punkt. Und da habe ich mir ein Sternchen hinter Nature gemacht, weil ich die voll witzig fand. Wirklich? Ja, ich finde, die hat das so lustig gesagt mit dem Viral Virus spreading across the globe. Viral Lady. Ich fand das voll gut. Ich finde, die hat das richtig lustig rübergebracht. Hä? Ich fand, die Timings haben sie nicht gesessen. Ich finde tatsächlich, dass die noch eins der besseren Scripts hatten. Ja, ich fand wirklich auch. Die wirklich auch lustig waren. Und ich fand immer so,
Findest du? Ja. Nee, also ich fand tatsächlich den ersten Sketch auch überraschend lustig, weil ich normalerweise bei diesen Sachen, wie ihr gerade schon gehört habt, sehr misstrauisch bin. Und ich fand Naysha gut. Ich fand Naysha gut, ich fand James auch ganz gut. Ja. Und ich fand tatsächlich Lala und Heidi schlechter als die anderen beiden. Ja, aber das war ja auch nicht deren Main-Sketch. Ja, aber sie waren trotzdem da. Sie waren trotzdem da, das stimmt. Was ich sehr witzig fand, war, es gab so einen Vergleich, wie krass sich das Virus verbreitet. Und dann hat sie doch gesagt, wie... Miss Vanjie. How viral? Like Miss Vanjie viral. Ja. Und das war ja vor 5 Jahren einfach ultra krass in der Gay-Community. Es war ja Miss Vanjie, die als erste rausgeflogen ist und als sie die Stage verlassen hat, hat sie nur gesagt, Miss Vanjie, Miss Vanjie. Vanjie, Miss Vanjie. Miss Vanjie. Gab es nicht auch so eine Situation, als ihr in London wart? Da waren wir in einem Club feiern und wir haben einfach in die Straße gerufen, Miss Vanjie! Und aus allen Ecken kam es zurück, das war so geil. Unser Nachbar war dabei, der so drunk war, Alter, der hat auf der ganzen Uhrfahrt, weil er nur, Miss Vanjie, Miss Vanjie. Ey, das war ein Highlight, ey. Geil. Also ich fand ihn auch, von den Sketches war es einer der besseren. Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Genau, dann kam der Host-Part mit Candy. Da fand ich auch, saßen die Timings nicht. Wow, what an honor. Haben wir beide eine unterschiedliche Folge geguckt? Ja, also schon. Girl, what? Plus, we have Heidi in closet. Talk about funny. Well, no, sorry. I meant Heidi in closet talks funny. Coming from me. Ich fand, es war okay. Es war okay. Einer von uns beiden ist auf jeden Fall nicht lustig, weil wir Comedy... Einer von uns versteht's nicht. Also, das Ding ist, ich habe damals bei Viva auch gepromptert. Ja. Das ist nicht so einfach, aber es ist auch nicht so schwer. Der Clou ist ja, dass du prompterst, aber man es nicht merkt. Ich hatte schon das Gefühl, ich sehe, wie sie abliest. Echt, ja? Weil ich nämlich heute noch zu Mick gesagt habe, also ich finde, sie hat es schon echt gut delivered. Und ich habe mich gefragt, weil Mick dann gesagt hat, sie hat ja wahrscheinlich das Skript auch selber geschrieben, wo ich mir dann unsicher war, weil ja die anderen alle ein Skript bekommen haben. Aber das Skript war ja voll auf sie angepasst. Weil da waren ja Jokes drin mit, ich war Zweite bei Staffel 13. If you'd have told me, back when I was a baby, Queen walking into the workroom on season 13, that I'd be back on All Stars hosting RDR Live, I'd have said, All Stars. So I didn't win the first time around. Es waren ja viele Sachen, die genau auf sie angepasst haben, oder es hat halt ein Writer für sie noch gemacht. Ja, ich fand es eigentlich echt witzig. Naja. Okay. Dann ging es weiter mit Jimbo und Jessica Wild. Und die waren so ein slutty gardening Service. Ja, und es ging natürlich so, hier, ich trim deinen Busch und... Wir haben basically Pflanzen beschrieben, aber eigentlich ihre Vagina. We do all the horticultural things those other girls want, like edge trimming, gutter cleaning. Ich fand's saulustig. Natürlich fand's saulustig. Ich fand's saulustig. Ich fand's okay. Wie sie auch später in der Bewertung gesagt haben, ich fand, es war so schlau, dass die beide zwei verschiedene Charakter gespielt haben. Weil sie haben mehr oder weniger das Gleiche gesagt, aber sie mussten es irgendwie hinkriegen, beide Charaktere auszubalancieren. Mhm. Und dass Jimbo so eine verschallerte, bescheuerte Blondine gespielt hat, war sehr schlau, meiner Meinung nach. Man muss dazu fairerweise sagen, dass sie den Tipp auch vorher in der Besprechung bekommen haben. Also bevor Elimination Day war, hat Drew mit den Queens gesprochen und der hatte jemanden dabei, der auch SNL gehostet hat. Und der hat gesagt, ihr beide seid so ein bisschen wie Ernie und Bert. Ja. Und jeder Sketch kann sowas vertragen. Also zweimal die gleiche Energie matcht nicht. Das heißt, wenn ihr euch ausbalancieren könnt, dann ist das gut. Aber they listened and they delivered. Also ich fand auch, das haben sie gut hingekriegt. Ich glaube, was mich am besten unterhalten hat, waren Jessica Wilds Brüste. Die ganze Zeit so da stand bei allem, was sie gesagt hat. Das war einfach... piek lustig. Und ich fand auch, als Kasha Davis mit dazu kam, oh Gott, ja. Guter Energy-Shift auch. Also, sehr gut. Ha, I'm Barr. Ich hab ehrlich gesagt die gar nicht erkannt. Ich dachte, das ist jemand aus dem Team. Ich war so, und dann so, warte mal, das ist doch. In so, Moment, seit wann ist die Pit-Crew nicht mehr heiß? Dann gab es so eine News-Show, wo einfach Nachrichten vorgelesen wurden. It's Queen Network News. With Heidi in Closet and La La Ree. Und ich fand das... war der Schwächste. Okay, at least, da sind wir. Okay, ja, gut. Ich fand, das war ultra unwitzig. Den Newspart haben Lala Ree und Heidi gemacht und später kam noch Kahana als Gastauftritt dazu, ja. Ja. Ich fand, Heidi hat tatsächlich gut delivered. Ich fand, ihre Timings waren gut. Waren gut, ja, okay. fand ich auch. Okay, und sie sah hübsch aus, also das Make-up sah gut aus. Ja, diese News waren einfach so Trash-News. Es war einfach, ich fand es irgendwie gar nicht witzig. Ja, und ich glaube, du hättest es witziger machen können. Du hättest sogar ein bisschen Mehrwert reinbringen können. Ich finde, du hättest über Sachen reden können, die in Amerika abgehen und es trotzdem zynisch mit einer spitzen Zunge verpacken können. Absolut, das hätte viel politischer für meinen Geschmack sein können, weil sonst sind sie auch politisch. Voll, und dann so, ja, wir haben jetzt hier das neue Parfum, was riecht wie die U-Bahn. Perfume that smells just like the subway, with high notes of urine, wet
and desperation. They're calling it the La La Re Experience. Ja, lazy writing. Die La La Re Experience. Und es war so, na gut. Ja, und dann kam Kahana und ich fand, ab da war Abbruch. Das war einfach eine Katastrophe. Oh mein Gott. Das war so unlustig. Das war so unlustig. Und sie hatte so eine geile Rolle. Sie hat nämlich eine Katze gespielt. So ein bisschen, naja, humanoide Katze, die über so Katzenrechte und so redet. Und Mann, Katzen sind so sassy. Als Drag Queen eine Katze zu spielen, macht so viel Sinn. Und sie hat es null ausgespielt. Null. To be honest, ich hätte diese Rolle niemals genommen. Ich hätte gar keinen Bock, die Katze zu sein. Nee. Wirklich? Allein die Ideen, die ich hätte, um das zu spielen, ich hätte mich eiskalt auf den Tresen gesetzt, dann hätte ich so mit der Pfote, weißt du, irgendwas runtergeworfen. Noch so einen Ball ausgekotzt. Ja, so ein Haarball. Da hätte es so viel gegeben und sie war so, ich mach Miau. Ja, das stimmt. Man, stimmt, Körpercomedy hätte man da richtig slayen können. Ja. Und dann gab es den letzten Sketch von Darian und Alexis und die waren irgendwie so Superfans von Michelle. Die hatten so eine super nervige, so einen super nervigen Catchphrase. I love it, do you love it? I love it, do you love it? I love it, do you love it? I love it. Ja, Jersey Girls. Ich glaube, das verstehen wir nicht so. Das ist so ein bisschen Mandy von Marzahn von Amerika. Ah, okay. Und weil Michelle ja auch aus Jersey ist. Ja, genau. Als Jersey Girl, okay, verstehe. New Jersey. Vielleicht hast du dich auch persönlich angegriffen gefühlt als Michelle Superfan. Naja, sie haben ja eigentlich alles wahrheitsgetreu umgesetzt. Also einmal war so eine Frage, was ist dein Lieblingsfilm des Sommers? Und dann war das Wort grün im Titel und dann war die andere so voll schockiert, weil sie gesagt hat, weißt du nicht, dass Michelle grün hasst? Did you hit your head on the way in here? You know Michelle Visage hates the color green. Aber ich fand tatsächlich Michelle am lustigsten. Sie kam ich am auch. Ende noch, ja, du auch. Ich auch. Sie kam am Ende noch kurz rein und dann haben die beiden gefragt, magst du unsere Show? Und sie war so, we love, love it, we love it. I love it. Ja, aber Timing. Das Timing stimmt. Hat gesessen. Die Pause war genau lang genug, um es witzig zu machen. Ja, das war die Main Challenge. Mhm. Ich fand's extrem underwhelming. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch sagen würde, in the whole fand ich es nicht sehr gut, aber einige Sketche fand ich tatsächlich besser als viele, die ich schon in der Vergangenheit gesehen habe. Ich bin oft bei diesen Acting-Challenges so ein bisschen... Ja. Was oft auch einfach wirklich an den Skripten liegt. Aber auch, weil so Comedy ist für mich Königsdisziplin. Ja. Lustig sein auf Zuruf, das ist so unfassbar schwierig und klar, delivern da nicht alle so krass. Ich hoffe, dass sie in dieser Staffel nochmal eine Roast-Challenge haben. Oh Gott, ja. Ich finde, die sind auch immer peak beides. Ja. Peak geil und peak unangenehm. Ja. Aber was manche Queens da raushauen, ist schon wirklich witzig. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Runway. The category is Met Gala. Natürlich ein Wortspiel wegen Met Gala. Ich sag's dir nochmal für alle. Auch für mich, weil ich es ehrlich gesagt erst verstanden habe, als ich den ersten Look gesehen habe. Ich war so, Met Gala passt ja, weil es auch gerade war. Na gut. Aber warte, ich habe es nur nicht verstanden, weil ich es falsch gehört habe. Ich habe das schon verstanden. Okay. Ja, Nature Lopez, bisschen basic für mich. Aber ich muss trotzdem sagen, wir waren ja vorhin schon ein bisschen uneinig über sie. Ich finde es okay. Sie hat auf jeden Fall das Thema getroffen. Man erkennt, dass es nett ist. Und ich finde, es passt auch, also, it's well put together, das Outfit sieht gut aus. Ich finde jetzt, zu dem Look geht die Perücke, aber in ihrer History sind es irgendwie immer diese flachen und spektakulären Haare. Oder dann mach wenigstens noch einen coolen Hut drauf oder so. Ja. Ein nice Headpiece. Ja. James Mansfield fand ich so cute. Der Look war so geil mit diesen riesigen Lockenwicklern und dieser Monster-Wig und auch der Rest des Outfits richtig nice. Ja, mir hat's auch gut gefallen. Es war eine sehr coole Interpretation von Ned. Bestimmt kam er raus und die waren schon so nice. Ja. Gleich die zweite Queen hat was, was man nicht erwartet hat. Er ist ja auch mehr so on the cam side, also eher so lustig unterwegs. Mhm. Und ich finde, unter Cam stellt man sich auch öfter Sachen vor, die nicht ganz so gut umgesetzt wurden. Aber ich finde, bei ihm passt es halt. Ja, alles ist mega gut verarbeitet. Das hat auch genau die richtige Proportion, dass es zu groß ist, aber nicht so völlig absurd. Aber es ist lustig. Es ist lustig. Jetzt, man versteht den Witz sofort. Es macht Spaß, es anzugucken. Und er hat es auch einfach gut rübergebracht. Ja. Das kommt ja auch noch immer dazu. Es ist ja nicht nur das Outfit, sondern auch, wie du es präsentierst. Mhm. Und das hat er schon witzig gemacht. Und auch so die eigene Haarspray-Dose und so. Das ist schon sehr gut. Und die Strähne, die hier so raushängt, die du immer vergisst, die aufzudrehen. Und dann bist du so, wohin noch? Mein Kopf ist schon voll. Oh mein Gott, Candy Muse. In diesem pinken Bodysuit geht gar nicht. Ich kenne die Inspo. Die machen, es ist von einem Designer, die machen super coole Sachen aus so Tüll, so richtige Gemälde und Gesichter auch viel und so. Aber das ist einfach nur shameful. Das geht wirklich. Is it the worst? Ja.
Schlimmer als Lala Rees Taschenkleid? Nein. Aber das Taschenkleid, da mache ich noch Abstriche, weil das musste die ja selber machen. Dafür hatte sie Zeit und Geld, jemanden zu beauftragen. Und das hast du bekommen. Wenn du das auf Wish bestellst, das ist es. Wobei ich eigentlich ganz froh bin, trotzdem kein Leotard zu sehen, weil sie das sonst immer trägt. Das bisher. Stimmt. Trotzdem, mir gefallen die Farben und mir gefällt das Make-up. Ja. Und auch die Haare finde ich cool. Ja, also, ja. Bis hier alles top. Ab da. Hier. Und dann ist sie ja am Ende nur noch in diesem pinken Bodysuit raus, wie so ein Morph-Suit. So, ah, ich komme gerade vom Greenscreen drehen. Sie braucht nur meinen Kopf, aber ich habe halt pink anstatt grün angezogen. No. Strong emotion. Ich traue mich auch nicht zu widersprechen, du hast recht. Naja, das finde ich jetzt. Also die Gefühle, die du gerade bei Candy... Ich finde, dagegen ist Candy's High Fashion. Ich finde wirklich, es sieht katastrophal aus. Boah ja, also Kasha Davis, da sind wir wieder. Das ist auch so ein Shrek-Kostüm für mich. Ja, die kriegt das irgendwie mit den Looks nicht hin. Ja. Die denkt, also für sie ist glaube ich wirklich so... Mehr ist mehr, ist mehr, ist mehr, ist mehr. Ich finde die Idee irgendwie cool. Ich finde das mit den Schmetterlingen cool. Ja. Ich finde das mit den Blumen ganz süß, dass sie das Netz in der Hand hat. Auch eine nette Interpretation, aber irgendwie... Es sieht so... Bad executed. Und das Problem ist auch, die Silhouette ist so seltsam, weil der Rock ist viel zu lang. Und dann hat sie diese Ankle Boots an und dadurch ist sie so mega segmentiert und wirkt ganz klein. Ihre Beine wirken super kurz und dann hat sie aber dazu die Schultern, wo du ja eh immer schon Probleme hast, die eigentlich schmaler zu bekommen. Und dann der sehr günstige Stoff am Rock. Preiswerte Queen. Ich könnte nicht mal sagen, ob Princess oder Villain. Ja. Irgendwie, weil unten ist es eher Villain, aber oben eher Princess. Mhm. I don't know. Aber nee. Die Wig finde ich schön. Die Wig ist nett. Jetzt nicht. Aber Naysha könnte sich mal die Wig angucken und wenn sie davon 10% in ihre Wig macht, dann wäre es ein bisschen aufregender. Weiß ich nicht, leider. It's good, okay? It's good. Das ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Und was ich halt auch mega geil finde, ist, wie viele verschiedene Interpretationen des Wortes Netz du hast. Dass Jimbo halt in diese Internetgeschichte gegangen ist, finde ich halt mega geil. Und dass die auch leuchten. Mhm. Und dass es aber trotzdem so ein bisschen twisted ist. So, it's giving 90s Horror Movie, Pinhead und so, finde ich schon geil. Also ich war am Anfang so, ja, ist schon irgendwie ein wide stretch, aber es ist so... eindeutig mit den Handys und so cool constructed, dass man schon versteht, dass es ums Internet geht. Der hat ja trotzdem noch im unteren Part Netzstoff mit eingearbeitet. Das finde ich auch ganz cool, weil da, sag ich mal, der klassische Bezug auch da ist. Was an Jimbo Spaß macht, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn du als Judge bist, freust du dich, glaube ich, jedes Mal, wenn der auf die Bühne kommt. Ja. Weil du einfach nicht weißt, was jetzt passiert. Genau. Und das excited mich so an Jimbo. Ja. Ja, Darian. Ich habe lustigerweise mal einen Kuchen gebacken für meine Basketballgruppe, die ungefähr so aussah. Ja, halt, ich finde, man erkennt sofort, dass es ein Basketball sein soll. Ja. Und der Moment, wo er reinkommt und das Netz aufsetzt, das ist irgendwie cool. Aber ab da ist es für mich so, Ja, ich finde die Idee super witzig. Mhm. Dass es hier so drüber liegt, ist halt so ein bisschen doof. Was ich geil gefunden hätte, wäre, wenn er es losgelassen hätte und es auf den Rock gefallen wäre. Mhm. Weißt du, dass es der Saum vom Rock gewesen wäre. Also, ich verstehe, dass der Rock am ehesten wie ein Kreis aussieht. Mhm. Dass das vielleicht am ehesten Fantasy von einem Basketball gibt. Aber ich finde, so ein Abendkleid passt für mich nicht so richtig zu Basketball. Ich glaube, das war halt der Joke, ne? Dass du ein Abendkleid machst, obwohl es so eine Sportsache ist. Ja, weiß nicht, not so funny. Also, das Netz glitzert aber so ein bisschen, oder? Ja, es sind Strasssteine auf dem Netz. Okay. Jetzt besser geworden. Ein paar Pluspunkte dafür, das finde ich ganz, ganz cool. Jessica, so cute. Das siehst du richtig. Was die eine Person gewollt hat und was die andere Person daraus gemacht hat. Ja, das war meine gleiche Idee mit den Schmetterlingen. Es ist auch nicht so, dass die eine das Mittel gemacht hat und die andere gut, sondern es ist halt sehr konträr. Das eine ist eine Katastrophe für mich. Also ich bin wirklich von Kasha Davis ist ein Vergehen. Und dagegen ist das von Jessica Wilde wirklich... Also es sieht cool aus. Es sieht mega cool aus. Ich finde auch die Wig in diesem Pastell leichten Rosa zu den krassen Schmetterlingen, damit die noch mehr rauskommen und so. Well done. Auch die Idee ist so cool, dass es halt hier so aufgeplustert ist mit dem Netz und da die Schmetterlinge drin setzen. Ja, voll. Ja. Well done. Well done. Jetzt kommt das Feedback der Judges und ich muss nur kurz an dieser Stelle sagen, ich finde, dass Naysha nicht verdient hat, was Michelle zu ihr gesagt hat. Sie haben basically das gleiche gesagt, was Melissa gesagt hat, also das Timing ein bisschen angekreidet und so. Aber Michelle hat auch gesagt, ja, wir konnten dich gar nicht verstehen, du hast so undeutlich gesprochen. You were so into it that I didn't catch a lot of what you're trying to say. There's a viral virus spreading across the globe. Virally. Das war seltsam, fand ich nicht. Das fand ich überhaupt nicht. Ich denke mir so, maybe it's you, dann geh mal zum Ohrenarzt oder so. Aber also ich habe perfekt verstanden, was sie gesagt hat. Und ich fand wirklich nicht, dass sie die Schlechteste in der Gruppe war. Ich sag's einfach, sie ist ja auch dann Bottom Queen geworden. Und zu Unrecht, meiner Meinung nach. Die andere war Kahana. Ja, das zu Recht. Die Katze, die hat's wirklich verdient. Aber ich finde zum Beispiel Lala, die ja mit in dem News-Panel war, ich fand das News-Panel einfach so schlecht. Ja.
Und dagegen das erste Scientist-Panel besser. Und ich fand auch nicht, dass Nature da so schlecht war. Deswegen, I don't agree. Lala hätte ich auch im Boredom gesehen, ehrlich gesagt. Zumal sie ja eigentlich eine lustige Queen ist. Ja. Und das eigentlich besser machen müsste. Aber ich war jetzt mit Nature auch nicht böse drüber. Also ich mochte Nature einfach als Person oder durch das Framing in der Folge einfach nicht so sehr. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wisst ihr noch? Ja, sie ist jetzt hier so pissed. And I'm pissed. Und sagt die ganze Zeit, naja, wenn man talentiert ist, kriegt man alles hin. So, natürlich würde sie später im Boredom landen. Ich finde auch bei Lala, also wir haben jetzt gar nicht zu dem Look gesagt, weil er einfach so unspektakulär war. Aber Lala versus Nature fand ich Natures Look besser. Ja, das stimmt. Gewonnen hat aber Jimbo. Jimbo. Congratulations. You are the top all-star of the week. What? Yes! Oh my god, thank you! Ich fand's lustig. Und ich finde ja, sie bewerten ja auch den Runway so ein bisschen immer mit. Und ich finde, in der Kombi verdient. Ja, finde ich auch. Das heißt, im Boredom waren eben Kahana und Nature. Jimbo muss jetzt gegen den Secret Assassin antreten. Er wählt eine Person, die er rauswählen würde. Und die Gruppe wählt eine Person, die sie rauskicken. Und jetzt geht's in den Lip-Sync. Ja, Jimbo, nicht so die Lip-Sync-Queen. Und dann geht der Vorhang auf und es steht einfach Pangina Heels da. Oh mein Gott. Pangina hat sie nämlich in der anderen Staffel nach Hause geschickt. Und du weißt ganz genau, dass Pangina sie nur nach Hause geschickt hat, um sie rauszumanillern, weil Jimbo halt fierce Competition ist. Pangina? Why? Und jetzt ist das wieder so. Deswegen, wenn sowas passiert, wäre ich Producerin, wäre ich echt so geil, geil, danke. Ich wäre so an Jimbos Stelle, how could you? Hat er auch gesagt. How could you? Du kleiner, ehrenloser Bastard. So. Sie hat ja auch den Lip-Sync abgerissen, ne? Sie hatte gewonnen. Ja, das bedeutet, die Gruppe entscheidet, wer rausfliegt. Und das Geld, das man durch die Lip-Syncs gewinnen kann, wird wieder zur nächsten Folge transferiert. 30k, Mann! Wow! Das heißt, die Entscheidung der Gruppe fiel. Und wen haben sie genommen, Kahana oder Nature? Tja. Nature ging nach Hause. Ehrlich gesagt, ich bin auch damit zufrieden, weil ich Kahana mehr mag, auch wenn ich die Performance schlechter fand. Aber sie hat ja auch, muss man fairerweise sagen, letzte Woche gewonnen. Voll. Es ist einfach schwer in so einer Situation, wenn du dich entscheiden musst, das auszublenden. Obviously spielt das alles mit rein. Und ich habe auch das Gefühl, Kahana hat noch mehr zu zeigen als Nation. Na guti. Dann gibt's die nächste Folge, dann wieder auf Kostas Kanal. Ja, es hat voll Spaß gemacht. Ich liebe es, darüber zu reden. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr es auch schaut oder ob ihr durch uns jetzt hoffentlich angesteckt werdet. Ich freue mich, euch nächste Woche auf meinem Kanal zu sehen. Ja, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.